Montag. Wir haben schon darauf hingewiesen. Bei uns ist der Sascha Wellert von der Feuerwehr in Hagen. Der ist der Pressesprecher. Und der kann uns mal erklären, was wird es denn jetzt alles seitens der Feuerwehr hier zu sehen geben? Also, wir werden auf jeden Fall drei Übungen präsentieren. Wir haben einmal eine Übung, wo es darum gehen wird, dass ein Radfahrer verunglückt, also eine technische Hilfeleistung. Das wird eine gemeinschaftliche Übung sein von Feuerwehr, Roten Kreuz und der Polizei. Dann werden wir eine technische Hilfeleistung-Übung haben. Da wird ein Verkehrsunfall, ein Auffahrunfall demonstriert und wie man eben die Verletzten aus dem Fahrzeug rettet. Und es gibt auch noch eine, ich sag mal, klassische Feuerwehrübung, wo es eben um die Brandbekämpfung geht. Da wird man also dann auch sehen können, wie die Feuerwehrkameraden unter schwerem Atemschutzgerät vorgehen und eine Brandbekämpfung vornehmen. Wir zeigen in einem Tauchcontainer einmal Rettungsübungen, einmal mit einem Spineboard, wie wir Patienten mit Rückenverletzungen aus dem Wasser bekommen. Und auch Rettungsgriffe, wie wir Patienten an das Wasser, an die Wasseroberfläche kriegen und dann auch abtransportiert bekommen. Außerdem kann man bei uns dann auch noch Knotenkunde machen, indem man dann mit Kindern auch Knoten durchgeht und da ein wenig Übung kriegt in dem Bereich. Blaulichttag auf der Springer am 28. hier in Hagen. Mit dabei ist auch das Deutsche Rote Kreuz. Was erwartet uns? Was wird das Deutsche Rote Kreuz uns alles präsentieren? Das Deutsche Rote Kreuz wird vornehmlich eine Einsatzeinheit NRW präsentieren mit den verschiedenen Fachgruppen, die wir stellen, um dies der Bevölkerung auch mal näher zu bringen, da unsere Kräfte vor allen Dingen eher im hintergelagerten Bereich bei Großschadensereignissen zum Einsatz kommen. Nun gibt es beim Deutschen Roten Kreuz auch hier in Hagen einiges an Fachgruppen. Was sich da präsentiert? Ja, die Einsatzeinheit im Allgemeinen besteht aus den vier Fachgruppen Führung, Sanität, Betreuung und Technik. Und diese werden wir dann mit dem jeweiligen Material ausgestattet hier auch dann präsentieren, um auch das deutlich zu zeigen, was wir in den Hallen stehen haben. Es ist so, wir machen das für die Bürger. Wir hatten früher den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Das gibt es seit einigen Tagen nicht. Der Bürger der Stadt Hagen, alle Interessierten sind eingeladen. Kombinierte Übung aller Hilfsorganisationen, der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, aber auch die technischen Möglichkeiten der Polizei hier kennenzulernen. Und es ist das erste Mal, dass alle Hilfsorganisationen an einem Tag, an einem Ort hier zu besichtigen sind. Wir sind bereit, weitere Fragen, auch kritische Fragen zu beantworten. Und wir freuen uns sehr, den Bürgern hier Rede und Antwort zu stehen und auch unsere technischen Möglichkeiten hier darzustellen. Also hier vor Ort werden wir uns an dem Blaulichttag mit anderen Organisationen und Behörden präsentieren. Wir werden aus unserem Bereich verschiedene Aufgaben vorführen, in Form von welche Aufgaben sind zu erledigen im Einsatzfall bei Verkehrsunfällen. Darüber hinaus wird unsere Taucherstaffel hier sein, die Vorführung in einem Tauchcontainer vorführen werden, wo man sich ein Bild davon machen kann, unter Klarwasserbedingungen natürlich, was ein Feuerwehrtaucher an Tätigkeiten unter Wasser erfüllen muss, wie sein Ausbildungsweg ist, welche Übungen er da unter anderem, um sein handwerkliches Geschick unter Wasser zu trainieren, absolvieren muss. Darüber hinaus haben wir einen Feuerlöschtrainer hier, wo wir Kleinbrandbekämpfung vorführen mit Kleinlöschgeräten, wo auch interessierte Bürger natürlich sicherlich immer jederzeit eine Frage an unsere Kollegen stellen können und richten können. Darüber hinaus werden wir noch eine Fahrzeugpräsentation machen und eine weitere Einsatzübung, vielleicht auch zwei, wie wir zeitlich hinkommen, wo wir einen Brandeinsatz nachstellen, unter Übungsbedingungen sicherlich, was im Einsatzablauf, wie die Feuerwehr agiert und vorgeht.